Vielleicht habt ihr auch schon mal vom Slenderman gehört. Dieser große, gesichtslose, dünne Mann, der im Wald rumläuft und dort Kinder entführt. Aber wir alle wissen auch, dass es diesen nicht gibt, oder? Trotzdem gibt es Menschen, die an solche Geschichten und an solche Gestalten glauben. Wie im Fall von Anissa Wire und Morgan Geiser, die ihre Freundin in den Wald lockten, um sie dort dem Slenderman zu opfern. Were you guys, what were you trying to do with her when you stabbed her? Kill her. Peyton traf Morgan in der 4. Klasse. Morgan saß oft alleine und Peyton, wie sie nun mal ist, hatte ein Gespür dafür und freundete sich mit der immer allein am Tisch sitzenden Morgan an. So war Peyton. Sie dachte oft an andere und das war auch genau der Grund, weswegen sie bei sehr vielen sehr beliebt war. Morgan hingegen war das komplette Gegenteil von Peyton. Auch konnte man bei Morgan schon in frühen Kindheitstagen feststellen, dass mit ihrer Psyche einiges nicht in Ordnung war. Und ein Vorfall, der das meiner Meinung nach sehr gut zeigt, ist, dass die kleine Morgan einen Hammer in die Schule mitnahm und als dieser dann von Lehrern entdeckt wurde, sagte sie darauf, dass sie ihn zur Selbstverteidigung brauchen würde. Auch hatte Morgan schon früh das Gefühl, dass sie verfolgt wird. Von verschiedenen Charakteren. Was ich rauslesen konnte, war es zum Beispiel Snape aus Harry Potter, der sie angeblich verfolgte. Also sie hatte das Gefühl, dass es so ist. Und deswegen war sie bei den anderen Kindern auch eher als das komische Mädchen abgestempelt, mit dem eigentlich keiner was zu tun haben wollte. Aber Peyton war das völlig egal. Die nächsten 2 Jahre waren Peyton und Morgan kaum noch zu trennen. Sie unternahmen wirklich alles zusammen. Doch in der 6. Klasse sollte sich das ändern, als eine neue Mitschülerin namens Anissa Wire auf ihre Schule kam. Anissa lebte im selben Wohnblock wie Morgan und die beiden wurden sehr, sehr enge Freunde. Doch leider war das der Anfang eines sehr schrecklichen Endes. Anissa und Morgan fanden bald schon heraus, dass sie sehr viele Gemeinsamkeiten hatten. Mehr als Morgan und Peyton. Und so kam es dazu, dass sie Peyton immer mehr ausschlossen. Vor allem war es der Hang zu gruseligen Geschichten und erfundenen Legenden, die Morgan und Anissa so faszinierend fanden. So wie das Spiel mit dem sogenannten Slenderman. Die beiden wurden regelrecht süchtig nach diesem Spiel und dachten nach der Zeit, dass es diesen auch wirklich geben muss. Peyton hingegen interessierte sich überhaupt nicht für dieses Spiel und fand die Geschichte und die Gestalt dahinter eher unheimlich. Aber trotz dessen wollte sie ihre Freundinnen nicht enttäuschen und spielte ab und zu mit ihnen dieses Spiel. Zeit verging und die Besessenheit der zwei nach diesem Spiel wurde immer größer. Bald schon wurden die zwei so paranoid, dass sie dachten, dass der Slenderman hinter ihnen her sei. Im Mai 2014 feierte Morgan ihren 12. Geburtstag und die drei freuten sich riesig über die anstehende Übernachtungsparty in Morgans Haus. Den Tag verbrachten die drei beim Eislaufen und anschließend gab es Pizza und Frozen Joghurt. Alles war wie immer. Nichts konnte darauf hindeuten, was am nächsten Tag passieren sollte. I played up in Morgan's bedroom, ran up and down the stairs, giggling and laughing and I mean, it was just a normal night. Am Morgen nach der Geburtstagsparty standen alle drei sehr früh auf und beschlossen, in einen nahegelegenen Park zu gehen. Doch als sie dort ankamen, schlug Anissa plötzlich vor, doch in den Wald zu gehen, um dort Verstecken zu spielen. Die drei machten sich also auf den Weg zum Wald. Und als sie dort ankamen, sagte Anissa zu Peyton, dass sie sich auf den Boden legen und sich danach mit Ästen und Blättern zudecken soll. Und das tat Peyton auch, unwissend, dass dies alles eine Falle war. Anissa told me to lie on the ground and like cover myself in like sticks and leaves and stuff, but it was really just a trick. Denn als Peyton am Boden lag, stürzte sich Morgan auf sie und attackierte sie mit einem Küchenmesser. Peyton war komplett geschockt und wusste nicht, wie sie reagieren soll. Und das ist auch völlig klar, denn die drei waren Freunde. Peyton schrie immer wieder voller Schmerzen, dass Megan bitte aufhören soll. Doch diese schien das überhaupt nicht zu interessieren. Sie stach einfach immer weiter auf Peyton ein. Als sie dann endlich aufhörte, versuchte Peyton aufzustehen. Doch sie wurde gleich daraufhin wieder von Anissa umgestoßen. Und diese meinte dann zu ihr, bleib ruhig liegen, denn das Blut kommt dann langsamer raus. Dann beschlossen Morgan und Anissa einfach zu gehen und die schwerstverletzte Peyton allein im Wald zurückzulassen.
Doch sie meinten zu Peyton, dass sie Hilfe holen würden, was sie aber nie taten. Peyton blutete sehr stark, nachdem über 19 Mal auf sie eingestochen wurde. Und sie wusste, der einzige Weg, das zu überleben, ist es, aus dem Wald rauszukommen, um draußen jemand zu finden, der ihr helfen kann. Glücklicherweise bemerkte ein vorbeifahrender Radfahrer die schwer verwundete Peyton im Gras liegen. Er rief sofort die Polizei und versorgte sie so gut er konnte. South of Rivera. Okay. Came upon a 12-year-old female. She appears to be stabbed. She appears to be what? Stabbed. Stabbed? Correct. Okay. Sir, are you still there? Yes. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yes. She says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Stabbed multiple times? Yes. Okay, sir, are you with her right now? Yes. Is she awake? She's awake. Is she breathing? Yeah, she's breathing. She said she can take shallow breaths. She's alert. Okay, stay with her. We're sending the police department. Don't hang up, okay? Oh, hold on just a minute. Don't hang up. Okay. Okay. Als die Rettungs- und Polizeikräfte bei Peyton ankamen, waren diese geschockt über ihren äußerst kritischen Zustand. Doch Peyton war immer noch in der Lage zu sprechen und gab den Polizisten sofort zu verstehen, dass ihre angeblichen Freunde ihr das angetan haben. Sofort wurde Peyton ins Krankenhaus gebracht, in dem sie umgehend operiert werden musste. Insgesamt stachen die beiden ganze 19 Mal auf Peyton ein. Zwei dieser Stiche verletzten wichtige Organe wie ihre Leber und ein Stich verfehlte nur knapp ihr Herz. You're gonna be okay. It's gonna be fine. But I could see that she was covered. Her arms and her legs and her abdomen, they were covered in stab wounds. Die Ärzte sagten später, wäre das Messer nur ein paar Millimeter weiter vorgedrungen, hätte Peyton diesen Vorfall ganz sicher nicht überlebt. Während Peyton um ihr Leben kämpfte, waren Morgan und Anissa dabei, das Haus zu finden, in dem Slenderman angeblich wohnen soll. Als die Polizei die beiden dann fand, waren diese schon über 5 Stunden gelaufen und waren beinahe schon aus der Stadt draußen. Noch immer hatten sie auch die blutige Kleidung an und die Tatwaffe im Rucksack. Als wäre diese ganze Geschichte bis hier nicht schon sehr grausam gewesen, war es dann das Verhör, das mich ehrlich gesagt sprachlos macht. Denn den beiden war es anscheinend komplett egal, dass sie gerade fast jemanden das Leben genommen haben. Denn als die beiden von der Polizei befragt wurden, fing Morgan zum Beispiel an, im Verhörraum zu singen und zu tanzen. Später gaben die beiden zu, dass sie all das schon monatelang planten. Und dass das alles wegen Slenderman passiert sei. Weiter sagten die beiden, dass sie Peyton eigentlich schon auf der Übernachtungsparty töten wollten. Doch sie hatten sich kurzzeitig umentschieden. Der zweite Plan war, dass sie Peyton in der Toilette des Parks, in dem sie ja ursprünglich waren, töten wollten. Weil sie dachten, dass man die Spuren dort gut beseitigen könne. Doch das funktionierte auch nicht. Und so entschlossen sie sich dann für den Wald. Während der Befragungen erkundigte sich Morgan auch einmal nach Peyton und fragte, ob sie tot sei. Und ihre Reaktion auf die Antwort, die sie bekam, ist einfach nur schockierend. Es interessierte sie nämlich kein Stück, ob Peyton noch lebte oder nicht. Anissa redete auch ziemlich viel wirres Zeug und sagte der Polizei, dass obwohl sie sich schuldig fühlt, sie trotzdem findet, dass es notwendig war, da sie dem Slenderman gefallen wollten. Also zusammengefasst dachten die beiden, wenn sie jemand anderem das Leben nehmen, seien sie würdig, um Diener des Slendermans zu sein. Anissa beschuldigte ebenfalls Morgan und sagte, es sei ihre Idee gewesen. Morgan hingegen sagte, dass Anissa zu ihr gesagt hätte, komm, wir müssen das tun, sonst verschont Slenderman unsere Familien nicht. Was auch sehr erschreckend war, als Morgan gefragt wurde, ob sie sich schlecht fühlen würde, da sie Peyton verletzt habe, gab diese eine sehr klare Antwort und meinte, dass sie nichts bereut und beschlossen hat, ein Leben ohne Reue zu führen. Trotz ihres jungen Alters wurden die zwei Mädchen wie Erwachsene verurteilt und wegen Mordes ersten Grades und versuchten Mordes angeklagt. Auch wurden bei den beiden mehrere Arten von psychischen Erkrankungen diagnostiziert. Bei Morgan stellte man ein frühes Stadium an Schizophrenie und psychotische Spektrumstörung fest, die anfällig für Wahnvorstellungen machen.
Bei Anissa wurden eine posttraumatische Belastungsstörung, schwere Depressionen und eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Sie bekannten sich später einer geringen Anklage wegen Beihilfe schuldig, wurden jedoch aus Gründen des Wahnsinns für nicht schuldig befunden. Anissa wurde für maximal 25 Jahre in eine psychiatrische Anstalt gebracht, wobei sie die ersten 3 Jahre davon in Einzelhaft verbüßen musste. Da Morgan ja diejenige war, die die eigentliche Tat begangen hatte, erklärte sie sich im ersten Anklagepunkt des versuchten Totschlags für schuldig. Aber genau wie Anissa wurde auch sie wegen Wahnsinns für nicht schuldig befunden. Sie wird je nach psychiatrischer Beurteilung für 40 Jahre oder länger ihre Zeit in einer psychiatrischen Anstalt absitzen. Es dauerte lange, bis sich Peyton von diesem Vorfall erholt hatte. In einem Interview von 2019 meinte sie, dass sie lange nach der Attacke bei ihrer Mutter im Bett schlafen musste, da sie es nicht allein im Zimmer aushielt. Und wie wir uns alle sicher vorstellen können, war generell der ganze Heilungsprozess für Peyton sehr schwierig, denn das Vertrauen in andere Menschen war komplett weg. Trotz dessen tut Peyton ihr Bestes, um mit ihrem Leben weiterzumachen und diesen Vorfall hinter sich zu lassen. Sie ist jetzt im College und verfolgt dort eine Karriere in der medizinischen Abteilung. Und diese Entscheidung ist, wie sie sagt, inspiriert von ihrer eigenen Geschichte. Während Morgan weiterhin in einer Nervenanstalt ist, wurde Anissa im Juli 2021 vorzeitig entlassen, nachdem sie bewiesen hatte, dass sie alle notwendigen Behandlungen durchlaufen hatte und keine Bedrohung mehr für sich und ihre Umgebung darstellt. Jedoch bleibt sie bis zum Alter von 37 Jahren unter staatlicher Aufsicht. Obwohl ich sagen kann, dass ich froh bin, dass Peyton überlebt hat, ist es doch beängstigend, sich vorzustellen, dass es da draußen viele Menschen mit nicht diagnostizierten Geisteskrankheiten gibt. Und eine kleine Sache sie eines Tages auslösen könnte. Was sagt ihr zu diesem Fall? Lasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Fall. Ciao!